Bei der Pflege des Vierbeiners denken wir zuerst an Haut und Fell. Aber auch Ohren, Zähne und Krallen sollten regelmäßig kontrolliert werden. So werden Veränderungen schnell entdeckt und der Hund bleibt gesund. Gewöhnen Sie schon den Welpen an die tägliche Pflege. Die Augen benötigen im Normalfall keine spezielle Pflege. Das morgendliche Augensekret kann problemlos mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Verwenden Sie aber niemals Kamille im Auge. Die Schwebstoffe im Tee reizen das Auge noch mehr. Man erkennt eine Augenentzündung daran, dass die Bindehaut, das innere Augenlid, rot ist. In diesem Fall gehen Sie sofort zum Tierarzt, da es sich auch um den Beginn der Staupe handeln kann. Der Tierarzt verschreibt meistens eine Augensalbe mit Antibiotikum, die nur vorübergehend genommen wird. Auch die Ohren reinigen sich in der Regel von selbst. Dennoch kann es zu Entzündungen des äußeren Gehörganges kommen. Und diese gehören sogar zu den häufigsten Hauterkrankungen der Hunde. Daher die Ohren einmal pro Woche kontrollieren. Riechen Sie auch in die Ohrmuscheln hinein. Wenn Sie den gesunden Geruch eines Hundeohrs kennen, bemerken Sie auch sofort Veränderungen, die Sie niemals selbst behandeln sollten. Der Tierarzt kann im anfänglichen, akuten Stadium die Ohrenentzündung, die Sie auch an häufigem Kopfschütteln und vermehrter Ohrenschmalzbildung erkennen, schnell und einfach heilen. Es gibt bestimmte Krankheitszeichen, die erkennt der Tierhalter sofort. Das ist bei Juckreiz zum Beispiel, das erkennt er. Ich rede nicht davon, dass sich der Hund zweimal am Tag kratzt, sondern dass ein Hund sich vermehrt kratzt oder laufend kratzt. Das sind natürlich sofortige Krankheitsanzeichen, die man erkennen kann für den Tierhalter. Wird die Entzündung jedoch nicht bemerkt oder nicht konsequent und ausreichend lange behandelt, so kann sie über viele Jahre bestehen bleiben, wobei sie sich stetig verschlimmert. Das oberste Prinzip der Ohrenbehandlung ist die Reinigung des Gehörganges von Entzündungssekreten. Der Tierarzt untersucht zuerst den Grad der Entzündung und die entstandenen Belege. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie die Frage nach der Dauer der Entzündung beantworten können. Der Arzt spült das Ohr mit einer antiseptischen Lösung und behandelt dann, je nach Ursache, mit einer Ohrensalbe. Bei schweren, eitrigen Entzündungen kann auch eine Antibiotika-Behandlung nötig sein. Wieder zu Hause werden die Ohren des Hundes mit dem verordneten Präparat weiter behandelt. Nach Abklingen der Erkrankung wird regelmäßig mit einer reinigenden Lösung gespült. Bei empfindlichen Hunden sollten die Ohren einmal pro Woche vorbeugend gespült werden. Eine besondere Bedeutung kommt der Zahnpflege zu. Ein Welpe bekommt seine ersten Milchzähne im Alter von 3 bis 5 Wochen. Bereits 3 Monate später werden die Milchzähne nach und nach durch die bleibenden Zähne ersetzt. Im Alter von 6 bis 7 Monaten ist der Zahnwechsel abgeschlossen. Die Hunde haben dann 42 Zähne, 10 mehr als wir Menschen besitzen. Und wie bei uns Menschen kann sich Zahnbelag und später Zahnstein bilden. Durch ihre besonders eng im Kiefer stehenden Zähne sind kleine Hunde eher betroffen als große. Je älter ein Hund wird, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahngesundheit in Gefahr ist. Entsprechende Fütterung kann Zahnstein vermeiden oder fördern. Trockennahrungen haften nicht. Sie können sogar dafür sorgen, dass die Zähne durch den Abrieb auf der Zahnoberfläche sozusagen geputzt werden. Außerdem können sie Wirkstoffe enthalten, die das Kalzium im Speichel binden und Zahnsteinbildung so vermindern. Weiche Nahrungen haften an den Zähnen, sie werden nicht mehr so gut vom Speichel gespült. Spezielle Kaustreifen reinigen die Zähne und schützen sie. Auch regelmäßiges Zähneputzen ist eine gute Vorbeugung gegen Zahnbelag und Zahnstein. Beginnen Sie schon im Welpenalter, Ihren Vierbeiner an eine Hundezahnbürste zu gewöhnen. Putzen Sie dazu die Zähne einige Sekunden lang und belohnen Sie ihn anschließend. Beim erwachsenen Hund verwenden Sie ausschließlich Hundezahnpasta, da diese nicht schäumt, keine Reiniger enthält und gefahrlos geschluckt werden kann. Also die Problematik mit den Zähnen, Zahnstein und so weiter ist also bei den kleinen Rassen wesentlich größer als bei den großen Rassen, die also auch besser kauen, die nicht so schnell Zahnstein kriegen. Ganz schlimm bei Yorkshire-Terriern, weil die ein zu großes Gebiss haben mit denen, und die Zähne zu eng stehen.
Bei denen ist es natürlich sehr sinnvoll, so eine Zahnreinigung zu machen. Es gibt Fingerzahnbürsten, Zahncreme, die man auch nur auftragen muss, weil viele Patienten dulden es nicht. Aber langfristig sollte man das schon beim Welpen anfangen und ihn daran gewöhnen. Erziehen Sie Ihren Hund so, dass Sie die Zähne, das Zahnfleisch und den Mund untersuchen dürfen. Leicht zu schaffen, wenn Sie regelmäßig kontrollieren und nie die leckere Belohnung zum Schluss vergessen. Eine Zahnkontrolle lassen Sie in jedem Fall beim jährlichen Impftermin durchführen. Der Tierarzt entfernt gegebenenfalls Zahnstein und versorgt kranke Zähne. Ganz nebenbei sind meist Zahn- oder Zahnfleischerkrankungen die Ursache für Mundgeruch. Erst im Alter von 2 Jahren erreichen Hundezähne ihre volle Stabilität. Sie sollten bis dahin nicht übermäßig belastet werden. Spielzeug sollte immer auf potenzielle Verletzungsgefahren geprüft sein. Nicht unproblematisch sind auch die von den Hunden meist so geliebten Tennisbälle. Im Filz setzt sich Sand fest, der dann auf den Zähnen wie Schleifpapier wirkt und den Zahnschmelz angreift.